Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Viele Menschen erlernen auf einem Schulpferd das Reiten, doch dabei öffnet sich keiner die Augen und weiß, wie es diesen Pferden eigentlich geht. Ich möchte mit diesem Video keinen angreifen. Ich reite selbst auf Schulpferden. Dieses Video soll lediglich vielen Menschen die Augen öffnen, die Schulpferde besser zu behandeln. Also, viel Spaß bei diesem Video. Oh mein Gott, ich reite Flocke! Ja, ich wollte sie schon die ganze Zeit reiten, endlich! Oh mein Gott, es ist Figaro! Ja, endlich! Flocke, juhu! Mal sehen, wen ich reite. Oh, hi, wen reitest du? Ich reite Flocke, juhu! Bonnie, habe ich jetzt ernsthaft Amadeus? Ich wollte doch so gern Figaro haben. Mann, Amadeus ist voll scheiße. Hallo Leute, ich werde euch heute mal mein stressiges Leben als Schulpferd zeigen. Und ihr werdet sehen, dass es gar nicht toll ist. Wir kriegen nicht so viel Auslauf, werden im Sommer sogar nur nachts auf die Wiese gestellt und im Winter fast gar nicht. Wir haben viel zu enge und dunkle Boxen. Am Morgen bekommen wir immer erstmal unser Heu. Lecker. Aber irgendwann ist es auch schon echt blöd, wenn man kein Hafer oder sonst was bekommt. Nach der Reitstunde, da bekommen wir immer ganz normale Pellets. Mock! Ja, ihr habt richtig gehört. Dann kommen immer die Schulkinder. Und vorher tauschen sie immer, wen sie reiten, weil sie nie zufrieden sind. Und dann geht schon das Putzen los. Und ihr wollt echt nicht geputzt werden. Nicht von Anfängern. La 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 la. Wie viel Uhr haben wir? 5 vor, du hättest früher kommen sollen. Du musst dich jetzt beeilen. Okay, Mist, fertig. Das Allerblödeste ist, dass wir nie draußen geputzt werden können. Sie haben immer Angst, dass etwas passiert. Oder es muss eine Reitlehrerin anwesend sein, aber es ist nie eine Reitlehrerin anwesend. Deshalb werden wir immer drinnen in unserer kleinen, engen Box geputzt, sie richtig dunkel ist. Und dann werden wir einfach zur Reithalle rübergeführt, geritten. Und nach der Reithalle kommen wir wieder zurück in unsere Boxen. Es ist wirklich nicht so toll. Ich wäre so gern ein Privatpferd. So, dann geht es jetzt mit der Reitstunde los. Wir bilden erstmal eine Abteilung. Figaro, Flocke, Amadeus und Muck bitte hintereinander. Und ganze Bahn. Dann geht's schon los. Die ganze Zeit im Kreis und dieses Kind kann einfach nur nicht treiben und ruppelt mir an meinem Kopf rum. Er hat die ganze Zeit am Zügel rum und wackelt mit ihren Händen. Und wenn sie zum faul zum Treiben ist, tut sie mir einfach eine mit der Gerte reinhauen. Nach der Reitstunde, wenn alle absteigen, freue ich mich immer, endlich wieder in meiner Box zu können und was essen zu können und trinken. Doch dann passiert meistens das. So, und der Muck wird übernommen von der Melanie. Der Rest kann in die Box. Und bitte nicht vergessen, drinnen putzen. Ihr kennt Melanie nicht und wollt sie auch nicht kennenlernen. Ohne mir Hallo zu sagen, steigt sie einfach auf. Und meistens kickt sie mir dann noch eine mit den Sporen rein. Sie benutzt Pferde als Sportgerät und will mich immer reiten. Und das Schlimmste ist, sie liebt springen und will immer mit mir springen. Und ich habe keine Lust und Kraft dazu. Eigentlich bin ich nicht fürs Springen gedacht. Aber weil meine Besitzerin Geld verdienen möchte, erlaubt sie es einfach. Und dann werden die Sprünge immer höher und höher. Wenn er nicht will, schön pieksen mit den Sporen, schön pieksen. Pieks, pieks, pieks. Pieks, pieks. Ja, sehr gut. Pieksen, wenn er trabt, pieksen. Schenkel benutzen und treiben und treiben. Jawohl, jawohl, und treiben. Juhu, sehr gut, sehr gut. Weiter galoppieren, weiter galoppieren, weiter galoppieren. Nochmal das Ganze, nochmal. Gleich nochmal treiben, sehr gut, ja super. Und gleich nochmal. Na, sehr schlecht. Treiben mit den Pieks. Pieks mit den Sporen. Pieksen. Er soll mal richtig vorwärts gehen. Diese Sporen tun wirklich so dolle weh. Vor allem, wenn sie richtig reinpiekst. Ich kann einfach nichts tun und muss einfach springen. Und als wäre das noch nicht genug, gibt's noch eine Longenstunde mit einer Anfängerin obendrauf. Diesen Anblick möchte ich euch aber echt ersparen. Abends komme ich in meine Box. Und dann geht alles wieder von vorne los. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.